Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Da hinten könnten Zombie sein oder auch nicht. Letztes Mal wollten wir gucken, was hier in den beiden Höhlen ist. In der anderen kamen wir in den Krater in die Mitte rein. In die Mitte von dem Plateaufels-Gedönsraten. Und hier scheint irgendwo Lava zu sein. Das ist hier, glaube ich, diese eine Lava, die wir schon mal gesehen haben. Geht's immer wieder tiefer weiter runter. Hier gibt es schnorbische Wasser. Machen wir diesmal gerade zu hier, dass man hier mal einfach vorbeigehen oder durchgehen können, gehen können. Hier ist weiter nichts, so wie ich das sehe, aber vielleicht seht ihr das oder auch nicht. Gucken wir mal. Ja, jetzt sind wir auch mal da unten gelandet. Eigentlich wollte ich da nicht hingehen, aber okay. Ja, das ist. Egal, 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 egal. Dann teleportieren wir uns mal wieder da nach oben. Wenn ich jetzt gut zähle. Ja, sehr gut. Alles okay. Ne? Was? Achso, da oben über uns ist was. Deswegen. Ne? Achso, ja. Doch, ich hatte mich aber schon begrüßt, ja. Was ich gerade noch sagen wollte, natürlich könnt ihr mich auf Twitter oder Facebook oder Instagram könnt ihr auch folgen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Bock habt. Ne, kommt ihr mal drauf an, wo gerade aktiv seid oder was euch interessiert. Das sind ja eigentlich nur Plattformen, fast jeder hat das gleiche aus Instagram, das ist halt nur für Fotos oder so. Wenn man gerade Bock hat. Hier geht es noch weiter runter. Scheinen ein paar Skelette da zu sein. Hallo? Ist auch natürlich das Schwert kaputt gegangen. Das ist ja klar. Okay, dann gehen wir mal hier weg. Weil sonst sind wir jetzt gleich tot. Auf jeden Fall wissen wir ja jetzt, dass wir da reingehen können und gucken dafür Erze und so weiter. Nö. Oh, da haben wir noch ein Ei. Haben wir eigentlich noch ein. Ja, wir haben zwei sogar. Genau. Da ist ja unser Häuschen und da können wir, ist dann unser. Ja, wo wir nochmal ein bisschen für Rohstoffe sammeln können. Nö. Richtig. Richtig. Dann verbrennt schon die Zombies wieder. Müssen wir uns mal ein paar Spitzhäckchen bauen und dann geben wir uns mal darüber in die Tiefen dieses Berges und gucken mal, ob der. Wie sieht dann eigentlich hier Clay aus? Das weiß ich schon mehr. Das ist auf jeden Fall Sand. Ja. Das ist auch Sand. Okay. Naja, gut. Werden wir schon rausfinden. Werden wir schon rausfinden, wie der Klee hier aussieht. Das ist ja eigentlich dann für diese Dachziegel, die man dann später, die roten, da machen kann. Hier haben wir auch wieder Weiße. Haben wir eigentlich noch ein paar Kartoffelchen? Natürlich haben wir noch mal Kartoffelchen. Nur, dass wir wieder auf die Beine kommen. Dass nicht, wenn der nächstbeste Zombie kommt. Ach nee, braucht man nicht dahin zu ziehen. Dass der nächstbeste Zombie kommt und uns dann umkloppt. Oder was auch immer kommt. Nee, das Häschen schieße ich jetzt nicht ab, aber ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, es zu tun. Toyota. Da könnt, naja, da kommen wir nicht so schnell hoch. Oder? Weil da ist direkt das Holz und dann. Entschuldigung. Doch. Geht schon. Von weitem sehe ich das immer nicht so ganz genau, aber. Doch. Hier kommen wir ganz logisch hoch, ne?
Dann nehmen wir ein bisschen Holz, bisschen Stein. Was macht denn hier? Hallo? Vielleicht ist auch von außen irgendwo. Nee, hier war Holz. Hier war Holz. Dann nehmen wir uns mal so einen, so ein Gedünster. Und, sind hier irgendwo Zombies oder was? Interessant. Dann sollten wir da mal ein bisschen ausleuchten gehen, dass der hier nicht doch weiter spawnen können. Hier ist eigentlich doch hell genug. Kommt denn, fällt denn wir denn jetzt hier ein? Hallo? Mhm. Okay. War wohl nur ein Zombie. Da hat sich gedacht, spawn ich hier mal. Mir doch egal. So, was haben wir denn? Haben wir Steine? Ja, klar. Dann können wir uns mal ein paar Spitzhacken machen und dann gehen wir nochmal auf die Suche nach ein bisschen Eisenerz. Um uns nochmal ein Schwertchen und eine Schere herzustellen. Vielleicht finden wir ja noch was an Sachen. Aber erstmal gehen wir pennen und dann können wir bei Tag rüberlaufen. Zum einen Dinge da, wo wir eben waren. Und gucken uns da mal ein bisschen im Gelb gucken. Natürlich könnten wir das auch in unsere Dings machen, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher, dann würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Wie läuft er denn nicht? Naja, ich hatte gerade was zwischen den Beinen hat. Ich weiß es nicht. So. Ich glaube, das reicht erstmal. Dann haben wir immer noch ein bisschen Holz dabei. Da können wir uns noch ein Kistchen bauen. Und so, wisst ihr Bescheid. So, das reicht jetzt erstmal, denke ich mal. Da werden mal einige Folgen mit beschäftigt sein. Ne? Oder? Wir könnten noch mal das hier zum Mehl machen. Können wir Sachen wachsen lassen. Bäumchens und so. Ein bisschen Gras noch, wenn wir das so wollen. Aber erstmal gehen wir jetzt ein bisschen schlafen, nicht? Oder? Ich wollte schlafen. Darf ich nicht? Weil Monster in der Nähe sind. Wieso? Wo sind denn die Monster in der Nähe? Sind die wieder welche auf dem Häuschen da oben gespawnt, oder was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht. Weiß ich nicht. So, jetzt aber. So. Mit vollem Elan einmal in die Mine rein. Mit Fackel natürlich. Und so. Einfach gehen wir in unsere Mine da rein. Die Zombies sind schon am Schmilzen. In Deutschland? Nee. In Deutschland läuft doch gar nicht noch läuft doch noch gar nicht die sechste Staffel von Walking Dead, oder? Oder bin ich falsch informiert? Oder gucken sie sich einfach die englische Staffel The Walking Dead an? Weiß er nicht, ob und da kann man das hier in Deutschland auch gucken. Ich weiß, bin ich nicht so ganz informiert, aber weil ich immer Leute davon höre, von sprechen höre, weil ich ja die Serie gerne gucke. Ich wollte ja auch ein bisschen andeuten in der Halloween-Folge, aber anscheinend hat das keiner verstanden. Aber vielleicht jetzt, dass die Folge 151 in die, ja. Ich hatte gedacht, man versteht das. Ja. Dafür war die war das aber nicht gedacht. Dann nehmen wir uns lieber noch eine Axt hier hin. Das sind jetzt wieder mal so ein Zombie hier. Wie sind hier Hasen? Hä? Was ist denn hier? Ach so, hier hatten wir uns auch runtergebaut, oder was?
Gehen wir mal da runter, was da ist. Vielleicht finden wir ja da was. Und hier haben wir uns wieder hochgebaut. Ein Zombie, der läuft uns gerade hinterher, oder was? Na, ich will es nicht rausfinden. Unbedingt. Gute. Oder wollen wir das? Weiß nicht, ich nicht. Hallo. Hallo. Gehen wir mal hier lang. Scheint alles miteinander verbunden zu sein. Ich werde das ja immer irgendwie. Ich habe ja immer das Talent, das zu schaffen, dass sie alle miteinander wieder. Da. Siehst du, der läuft uns die ganze Zeit hinterher hier. Komm, dann kriegst du direkt eins von die Mütze hau. Du Affe. Du Affi. Wo bitte denn? Wo bitte denn? Da geht's lang. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt gehen wir eigentlich wieder da runter. Wieso zirkt? Ach, wieso zieht sich das denn jetzt hier gerade so? Oh, egal. Solange nichts, die ganze Aufnahme am Abbrauchen ist, ist alles okay. Da, wie ist er hier? Ist wieder unser Jagdgrund. Da brauchen wir gar nicht die eine Mine da zu beackern. Hier hat man uns ja so einen Art Weg runtergebaut gehabt. Hier haben wir noch Gold. Doch, das habe ich euch schon mal gezeigt, glaube ich doch. Ich bin relativ sicher. Hier haben wir Lava gehabt. Da hatten wir, glaube ich, Eisen und sowas gefunden. Wenn wir jetzt hier schon mal an Lava sind, ne, dann können wir uns hier eigentlich mal so gerade ausbauen, weil ich finde immer, an Lava findet man immer. Oh, das ist schon eine arme kleine Fledermaus kaputt gegangen. Weil in der Nähe von Lava findet man immer Diamanten, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ja. So. Ich muss mal gerade den Bildschirm einstellen. Ich habe immer diesen dunklen Schatten da oben. Das ist ein bisschen hinderlich. Zumindest denke ich dann, das Bild wäre nicht richtig ausgeleuchtet oder was kaputt. Dann gehen wir mal nach der Seite und hoffen, dass da keine Lava jetzt gleich uns entgegenkommt. Ja, das kann man ja immer gebrauchen zum Schmelzen und so weiter. Aber da. Ja, da können wir uns noch hinbauen. So, alles okay. Gehen wir mal in die Richtung. Ich habe sogar. Ach, da. Da. Ist der unser Freund? Nee, auch nicht. Ach, hier kann man mal. Das Ding brauchen wir nicht. Scheint irgendwo ein Zombie zu sein. Wie, jetzt können wir das. So. Hat jetzt das Richtige aufgenommen? Richtig. So ist gut. Genau das haben wir ja gesucht. Ich will jetzt mal gerade mich nicht nach unten graben, weil ich nicht weiß. Ist da jetzt direkt wieder Lava? Nee, also können wir hier erstmal Sacker, Sacker, Sacker alles abbauen. So. So, da. Ich will nichts provozieren, aber ich grab mal hier so ein bisschen nach da. Fäckelchen hier hin, nur mal zur Sicherheit. Scheint irgendwo ein Zombie zu sein oder ein Skelett oder beides. So, ist mal noch da. Ah, hier blubbert es irgendwo schon wieder. Ich denke mal, das ist irgendwie. Denke ich mal unter uns. Hier oben irgendwo Lava gehabt, ne? Nehmen wir uns mal so ein Eimerchen davon mit.
Nur mal so. Einfach so. Einfach so Spaß. Ne, das kann man ja brauchen für Obsidian. Später. Wir brauchen ja noch ein wir brauchen ja noch so ein Verzauberungsstich. Und dann zeigen wir mal den anderen, wie so ein Verzauberungsstich funktioniert. Wenn sie es nicht schon selber wissen, aber ihr wisst das ja. Hier scheint auch irgendwo noch Wasser zu sein. Siehst du? Das habe ich nämlich gemeint. Also, ich wusste ja, irgendwo ist ja schon Lava. Man hört ja immer dieses Blubbern und... Boah. Alter. Wäre ich jetzt ein Stück weiter gegangen, dann hätte ich mich aber in den Arsch gebissen. Doch. Ich glaube, da wird jetzt nichts draus. Ne, da braucht man schon Eisen für das Gold abzubauen. Ich kann mich erinnern, dass es nicht so gut ist wie... Kommt schon wieder ein Will. Ein Will. So, gucken wir mal nach da. Aber da scheint. Machen wir hier so ein Eckchen frei und dann. Ich habe mich auch mal schon. Das habt ihr auch schon gesehen. Weiß ich. Folge 135 oder um den Dreh oder so. Oder 25. Da haben wir. Da haben wir ja auch in der Gegend von Lava Diamanten gefunden. Den Strip Mining oder mit dieser Anzeige kam ich ja letztes Mal nicht zurecht. Da wollte ich schon nicht irgendwas vorgaukeln, was nicht so ist. Ja, wenn eine Kartoffel sich durch die Erde graben. Schafft man den echt nicht, dann schafft man das hier auch nicht so gut. Hallo? Jemand zu Hage? Wenn der jetzt antworten würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Der macht zwar Geräusche, aber ich denke mal, der antwortet uns ja nicht wirklich. So, raus hier aus dem Höhlchen. Vielleicht machen wir das mal so ein bisschen frei, dass man hier so ein bisschen, ja, einen kleinen Überblick haben und gleich Sicherheit haben, dass man nicht in das doofe Loch da fallen. Also machen wir da, so, fertig. Kann uns nichts passieren. Nur wir wissen jetzt, hier darf man nicht weiter graben, weil sonst fallen wir in das Höhlchen und dann in das Lavachen und dann war das gewesen. Uns mit uns. Ja. Diamanten kann man sowieso nicht mit einer normalen Steinspitzhacke abbauen, aber wenn wir es gerade mal so da haben, dann wenn wir da ein paar Diamanten finden, dann wissen wir ja, wo die sind und dann, ne, ist alles OT. Ja, da kriegen wir immer nur Flint raus. Das wollen, brauchen wir ja nicht unbedingt. Wohl. Die berühmten Geräusche, die man immer so nebenbei hört. Die anderen verunsichern. Ich habe mich einfach immer so durchgebuddelt. Ich habe jetzt keine Regeln befolgt oder was. Hat ja sonst auch immer geklappt. Ich brauche jetzt kein Rezept oder Art und Weise, wie man hier am besten farmt oder was. Wir wollen ja hier keinen Wettbewerb veranstalten. Wir wollen ja einfach nur spielen und Spaß dabei haben. Und Sachen finden und so. Was haben wir denn da gemacht? Hallo? Achso, die hat man schon runtergebuddelt. Achso. Ja. Haben wir auch Gold gefunden? Ach, ist sogar Redstone.
Und hier sogar Silber, alle. Haben wir das denn letztes Mal nicht gesehen? Kann man das abbauen schon mit der normalen Hacke oder? Ich glaube nicht, ne? Braucht man Silberhackchen dafür. Oder Eisen, ja, ist Eisen. Ich sage immer Silber. Ich weiß auch nicht wieso. Weil das Silber ist. Oder? Oder ist das egal oder nicht? Oh, ja. Ich wollte ihn aber auch nicht antriggern. Ich will eigentlich, dass er da bleibt, wo er ist. Naja, vielleicht bringt er uns was frei. Wo bist du denn? Ja, hier bin ich, hallo. Achso. Danke. Danke. Sehr zuvorkommend. Ist hier ein Spawner von denen oder? Habe ich einfach nur mal, habe ich nur einfach unverschämtes Glück. Wenn man das Glück. Ach, ein kleines Fledermäuschen. Wo bist du denn? Ach, da ist er. Oh. Ja. Hallo. Du kleiner. Ja. Ich wollte ja eigentlich. So. Genau, ein Ferkelchen hin, damit man alles erkennt. Ja. Ich muss irgends von Spawner sein. Also. So ein Glück kann man nicht haben. Er explodiert doch. Schnabulieren wir gerade was, damit wir uns wieder heilen. Da scheint irgendwo hell zu werden. Ich weiß, wir haben dann Saphir gesehen. Alles okay. Ach, hier ist doch ein Spawner. Alter, Jesus Maria, Mutter Gottes. Die können doch nicht hier spawnen, wie so gerade glücklich. Ah, cool. Das wollte ich erreichen. Lass uns das zeigen, was hier noch verborgen ist. So, ein bisschen hier frei machen. Nee. Dann nehmen wir nur das mit, was man braucht. Und hier ist wieder Lava. Ja, das ist die Achillesferse von mir. Da falle ich immer gerne rein. So, jetzt haben wir noch eine Fackel. Die machen wir mal dahin, so. Ja, was haben wir da? Gold, Gold, ja, schön. Soll ich damit anfangen? Geht's ganz tief runter? Ups. Nö, ich will das nicht riskieren. Nö. Für dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ach, haben wir eine zweite Ebene erschlossen. Ja, ich denke schon, dass, also ich weiß schon, oder ihr wisst auch, denke ich mal, dass wir hier in so einer Höhle sind, weil die Musik, denke ich mal, wissen das nicht. Du bist in einer Höhle, in einer Mine bist du. Hast du da schon von gehört? Nö, also. Bis jetzt bin ich, habe ich schon die ganze Zeit im Dunkeln, wo ich mich hier befinden könnte. Dann nach 100, 74, 76 Folgen weiß ich nicht, wo ich hier bin. Nee, das war falsch. Nein, ist auch egal. So, da ist mein. Scheint wieder ein Zombie an uns gefallen zu zeigen. Ja. Sage ich mir auch immer.
Wenn ich bei mir total langweilig ist, sage ich auch. Weißt du? Ist ganz normal. Ich weiß, ich verarsche den Zombie, aber er hat es verdient. Gehen wir nochmal da lang. Ja. Sind wir eigentlich da, wo wir gerade eben waren? Nur eine Etage höher. Okay. Ja. Das ist nur eine Etage höher. So, dann können wir hier lang gehen nochmal. Wenn wir gerade mal die Erde so am Anschlag haben, dann können wir da. Schau mal gerade so nicht. Können wir doch mal, oder? Oh, für mich machen wir das nochmal als Sicherheit dahin. Oh, die kennt mich ja. Ich falle ja gerne Bruni. Nicht? Wie viel Eisen haben wir denn jetzt gefunden? 23, ne? Das ist ja was. Dafür waren wir ja hier hingegangen. Hier reingegeht. Naja, bis wir dann oben angekommen sind, wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.